Hallo zusammen und willkommen bei Susanne erklärt. Ja, zweites Video für diese Aufnahme. Ich habe gesagt, ich erkläre euch was über Berufsfachschulen. Bitte nicht verwechseln, nicht auf die Idee kommen, das irgendwie abzukürzen. Eine Berufsschule ist was anderes und eine Fachschule ist auch was anderes. Nämlich bei einer Fachschule kann man zum Beispiel einen Meisterabschluss nachholen oder einen Technikerabschluss machen. Deswegen nicht verwechseln, Berufsfachschule bleibt Berufsfachschule. Ihr könnt es gerne mit BFS abkürzen, wenn ihr möchtet, aber bitte nicht falsch abkürzen, sonst könnt ihr euch das in einer Klausur ziemliche Punktabzüge bringen. Ganz grundsätzlich, es ist eine Sammelbezeichnung für ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen und Abschlüsse, die man da machen kann. Das ist ein ziemliches Durcheinander. Es ist in Bundesländern unterschiedlich geregelt. Es ist teilweise sogar unter demselben Namen Berufsfachschule wieder unterschiedlich gemacht. Deswegen immer im Zweifelsfall im Detail anschauen, worum es jetzt eigentlich geht. Grundsätzliche Funktionen der ganzen Sache sind jetzt eine Grundqualifikationsfunktion. Also man soll jetzt da Grundqualifikationen erwerben, um überhaupt ausbildungsreif zu sein und eine Ausbildung machen zu können. Teilweise gibt es da jetzt die Möglichkeit, sowas dann auch anrechnen zu lassen für eine spätere Ausbildung, teilweise aber auch nicht. Kommen wir später noch genauer dazu. Es gibt die Möglichkeit, an so einer Fachschule einen Berufsausbildungsabschluss zu machen, beziehungsweise den zumindest dann für eine normale Berufsausbildung mit ranzunehmen oder dass man die Möglichkeit hat, damit als Externer eine IHK-Prüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf abzulegen und dann quasi gleichgestellt wäre. Und es gibt auch andere Berufsausbildungen, die jetzt gleichgestellt sind. Zum Beispiel gibt es da verschiedene Berufsbezeichnungen mit dem Namen Assistentin für irgendeinen kaufmännischen Bereich zum Beispiel. Die sind jetzt gleichgestellt mit diesen normalen kaufmännischen Berufen. Aber ist natürlich was anderes, weil es ist eben eine schulische Ausbildung. Und es gibt dann noch verschiedene Berufsfachschulen, an denen man diverse Schulabschlüsse nachholen kann. Zum Beispiel den Hauptschulabschluss, den mittleren Schulabschluss oder auch sogar eine Fachhochschulreife. Also da hat jetzt also die Berufsfachschule dann die Funktion einer Erhöhung der Durchlässigkeit im vertikalen Bildungssystem. Also um eben noch nachzuholen, wenn man jetzt vorher noch keinen anderen Schulabschluss machen konnte. Häufig sind es zweijährige Berufsfachschulen, beziehungsweise das ist jetzt die wichtigste, ist wohl die zweijährige Berufsfachschule, die dann einen gleichgestellten Abschluss zum Realschulabschluss anbietet, also den Erwerb eines mittleren Schulabschlusses mit 2 Jahren Berufsfachschule. Und da gibt es jetzt möglicherweise auch noch die Option, dass man das dann 1 Jahr von dieser Berufsfachschule sich dann wenigstens anrechnen lässt auf einen artverwandten Ausbildungsberuf. Ist jetzt wieder die Frage, findet man jetzt da eine Firma, die einen dafür nehmen möchte oder nicht. Das weiß man natürlich vorher immer nicht so genau, muss man gucken, ob es jetzt klappt. Das ist jetzt aber wohl das Häufigste bei diesen Berufsfachschulen und ja, ist natürlich jetzt ganz gut, wenn man jetzt da den mittleren Schulabschluss nachmachen kann, hat man dann zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, bei den beruflichen Vollzeitschulen dann so einen vollqualifizierenden Gang einzuschlagen oder dann noch die Fachhochschulreife nachzumachen oder eben diese Schulen im Krankenpflegebereich oder im Erzieherbereich haben jetzt oft den mittleren Schulabschluss als Voraussetzung. Also gibt es jetzt dann auch die Möglichkeit, an so einer Berufsfachschule da dann eben mit einem mittleren Schulabschluss gleichgestellten Abschluss nachzuholen und dann eben darüber dann einzutreten in so eine berufliche Ausbildung an einer Fachschule. Ja, und natürlich kann es jetzt auch sein, dass jetzt eine Warteschleife ist oder jetzt nur eine propädeutische Funktion hat für eine berufliche Ausbildung. Also Propädeutik bedeutet immer Vorbereitung, gibt es jetzt zum Beispiel auch als Studienpropädeutik. So heißen, da lernt man jetzt die Sachen, die man jetzt für eine Ausbildung eben so braucht oder die man eben dann später für ein Studium so braucht. Ja, auf diesen Berufsfachschulen sind relativ viele Mädchen, das sind ungefähr 2/3 von den Anteilen hier. Was daran liegt, dass Mädchen auf dem dualen Ausbildungsstellenmarkt oft Nachteile haben. Also Mädchen sind eben abonniert auf die kaufmännischen Berufe, bei den gewerblichen Berufen sind sie dagegen ausgesprochen unbeliebt. Ja, hängt vielleicht damit zusammen, dass Mädchen eben allgemein vielleicht auch nicht unbedingt
körperlich so kräftig sind, man dann eben Sorgen hat, wenn man die jetzt zum Beispiel als Lager, als Fachlageristen ausbilden möchte, dass die dann Probleme haben, da jetzt da das schwere Zeug durch die Gegend zu wuchten. Oder wenn man sich jetzt vorstellt, die sollen jetzt Mechatroniker werden oder Verfahrensmechanikerin, dass die dann da auch Hilfe bräuchten, wenn es jetzt darum geht, schwere Werkzeuge einzuspannen oder so. Ja, es ist halt eben doch ein Nachteil. Und dann gibt es natürlich auch noch Berufe, wo jetzt einfach Frauen allgemein weniger erwünscht sind, wie zum Beispiel auf dem Bau gibt es fast gar keine Frauen. Ja, ist halt so. Kann man jetzt gut finden oder nicht. Ich finde es jetzt eher nicht so gut. Aber ist natürlich doch ein Nachteil, dass jetzt eben Mädchen gerade bei diesen gewerblichen Berufen eigentlich gar nicht so großartig erwünscht sind. Ja, deswegen sind also relativ viele Mädchen auf diesen Berufsfachschulen. Und geht jetzt auch so ein Stück weit bei den Fachrichtungen der Berufsfachschulen dann schon so in die Richtung, dass die dann zum Beispiel auf diese hauswirtschaftlichen Berufe vorbereiten, auf die sozialen Berufe oder auf die Gesundheitsberufe. Also dass die dann schon von Anfang an von der Fachrichtung her in diese Richtung gehen, was dann natürlich auch für Mädchen möglicherweise wieder attraktiver ist oder dann eben verwertet werden kann für deren folgende schulische Ausbildung jetzt zum Beispiel zur Krankenpflegerin. Ja, eine gewisse Frau Krüger nennt das also gerade für Mädchen ein qualifizierendes Moratorium. Und kommt jetzt zum Beispiel darauf hin, dass das jetzt eine gewisse Verheimlichung der Berufswege von Mädchen ist. Soll heißen, wir haben die dann eh schon in dieser hauswirtschaftlichen oder sozialen Schiene drin. Dann werden sie halt später gleich bloß Hausfrau, die noch ein kleines Zubrot verdient. Gibt sicher auch. Ist halt wirklich mit Mädchen allgemein so eine Sache, soll heißen, nachdem eben viele Mädchen dann in diese kaufmännischen Berufe dann eher kommen und da auch wesentlich bessere Chancen bei der dualen Ausbildung haben, brauchen sie halt auch einfach einen besseren Schulabschluss, um damit eben was zu finden. Ja, ist nicht einfach. Was es jetzt auch noch gibt, sind höhere Berufsfachschulen, mittlerweile allerdings nicht mehr allzu viele von der Art, weil das Ganze nicht so gut funktioniert. Das wäre jetzt zum Beispiel die höhere Handelsschule. Ist jetzt so eine typische höhere Berufsfachschule. Da haben wir jetzt von Anfang an als Zugangsvoraussetzung mittlere Reife. Und diese höhere Handelsschule dauert jetzt sowieso schon mindestens 2 Jahre. Der Gedanke dahinter ist jetzt, dass man jetzt dort eine Möglichkeit hat, einen staatlich anerkannten Berufsabschluss zu machen, teilweise auch wieder als externer mit IHK-Prüfung. Oder eben in diesen Assistentenberuf hinein. Das Selbstverständnis dieser höheren Handelsschule wäre jetzt eigentlich, dass man jetzt damit die Möglichkeit hat, eine gehobenere Position zu finden im kaufmännischen Bereich. Was allerdings in der Realität nicht so ganz funktioniert. In der Realität geraten relativ viele, die jetzt so eine höhere Handelsschule besucht haben, dann eben doch nicht direkt in eine Beschäftigung, sondern müssen jetzt erst noch eine ganz normale kaufmännische Ausbildung doch noch nachholen und geraten also jetzt mit ihrer ganzen schönen höheren Berufsfachschule dann wieder in den ganz normalen Ausbildungsstellenmarkt hinein, müssen da dann doch noch was nachholen oder sie gehen ganz normal weiter auf die Schule. Zum Beispiel gibt es jetzt auch die Möglichkeit einer Koppelung zwischen dieser höheren Handelsschule zusammen mit einer Fachhochschulreife, wo dann natürlich die Möglichkeit ist, danach an der Fachhochschule noch zu studieren. Also ist halt jetzt die Frage, ob jetzt diese Sache mit Doppelqualifikation klappt zwischen einem Berufsabschluss und einer Fachhochschulreife. Das ist halt dann wieder so eine Sache, wo man sich jetzt schon fragen muss, schaffen die das überhaupt alles in der kurzen Zeit? Sowohl dieses Berufliche, was man jetzt da braucht, die beruflichen Erfahrungen, die Praktikas, die notwendig sind, und gleichzeitig jetzt auch noch die Frage, kriegen wir das jetzt wirklich unter einen Hut mit der Fachhochschulreife oder ist das jetzt eigentlich zu viel? Oder kümmern wir uns halt dann hauptsächlich um die Fachhochschulreife und dafür fehlt uns jetzt das Berufliche? Wäre jetzt auch blöd. Und auf der anderen Seite will man natürlich auch keine minderwertige Fachhochschulreife, weil die haben ja teilweise auch wieder zentral gestellte Prüfungen. Also, ja, ist halt problematisch, muss man ehrlich sagen. Ja. Insgesamt, es gibt wirklich relativ wenig Berufsfachschulen, die jetzt eine vollqualifizierende Berufsausbildung anbieten. Ansonsten haben wir jetzt da noch berufsmäßig so ein paar
Berufe im Kunsthandwerk, aber das ist halt jetzt natürlich von der Quantität her ganz, ganz wenig. Ihr hört schon wieder meinen Motzekater. Ich mache das Video gleich aus und lasse den lieben Kater hier raus und mache dann gleich weiter mit dem nächsten. Da kümmern wir uns jetzt dann um bestimmte andere berufliche Vollzeitschulen, die es gibt. Aber die Berufsfachschule, sagen wir jetzt erstmal, machen wir einen Haken dahinter. Haben wir jetzt schon mal durchgenommen. Und ich gucke, dass ich mit meinen Zetteln nicht durcheinander komme. Es sind gerade 3 Stück, also wir machen noch ein Video. Na dann, tschüss!